Das war ein sehr kurzes Vergnügen, das wir mit Sherry hatten, denn jetzt ist sie schon wieder weg. Wir haben auch Annette getroffen, ihre Mutter, die uns gesagt hat, wir sollen uns aus dem Ganzen raushalten, und Claire tut natürlich genau das Gegenteil, weil sie Sherry ja beschützen will. Außerdem sind wir, glaube ich, zumindest in dieser Kampagne jetzt Mr. X losgeworden, denn Sherrys Vater William, der schon ein bisschen mutiert ist, hat dem guten Mr. X mal die Hälfte seines Rumpfs rausgerissen. Und er hat nicht gewirkt, als hätte er das überlebt. Umso besser, eine Sorge weniger, die wir jetzt haben. Mit Claire hier. Denn wie es ausschaut, kommen wir auch mit ihr jetzt in die Kanalisation hinunter. Heißt, aller Voraussicht nach, werden wir uns auch mit ihr, mit den erwachsenen Cheese herumschlagen müssen. Die widerwärtigen Kreaturen, die... Sherry? Kannst du mich hören? Danke fürs Unterbrechen, Claire. Die widerwärtigen Kreaturen, die da im untersten Kanal gelauert haben. Und da geht's wieder hinein in die Brühe. Oh! Na, da schau einer an. Übrigens unterster Kanal. Da wären wir ja auch. Da wären wir ja auch schon im unteren Kanal. Ab sind wir dieses Mal von woanders gekommen. Mit Leon kamen wir ja hier schön runtergeschlittert. Immerhin hat Claire keine Schusswunde. Das ist ja schon mal was. Da vorne war der erste G mit Leon. Daher denke ich, ist es an der Zeit, unseren Granatenwerfer auszurüsten. Und die Granaten als Sekundärwaffe. So, bin bereit für euch. Okay, Schießpulver kann ich nur nicht aufnehmen. So. Nein, da ist dieses Mal keiner. Naja, ist mir im Endeffekt auch nur recht. Ja, Leon war schon genauso verwundert wie du. Was machen die denn hier? Okay, es wird wieder das Messer. Grün und blau. Ja, mehr haben wir nämlich nicht. Und der steht natürlich auch wieder.
So, haben wir es jetzt. Danke. Ernsthaft? Du Scheiße! Tja. Unglaublich. Ja, das haben wir mit Leon auch schon gelesen. So, okay. Da haben wir natürlich noch das hier. Machen wir dann auf, sobald wir auch das dazugehörige Poster gefunden haben. Jetzt habe ich halt so viel verbraucht. Theoretisch könnte ich nochmal zurückgehen in den unteren Kanal. Und mir jetzt das Schießpulver holen, das da unten gelegen ist, weil jetzt habe ich wieder genug Platz in meinem Inventar. Einmal noch schnell zurück in die Soße. Und ich bin natürlich übervorsichtig. Falls doch irgendwas aus dem trüben Wasser auftaucht. In Resident Evil kannst du nicht vorsichtig genug sein. So, gut. Die Zombies, die drei da oben, haben mich jetzt doch kalt erwischt, im wahrsten Sinne des Wortes. Okay, na dann geht's in den Hauptraum runter. Was ist das? Sherry, ich hab dir gesagt, ich kann hier nicht weg, bevor meine Arbeit fertig ist. Das sagst du doch immer. Sherry? Warum bist du nicht im Haus geblieben? Da warst du sicher. Hey, Sherry! Ich hatte Angst. Diese Dinger waren überall und... Bei sowas rufst du die Polizei. Das hatten wir dir gesagt. Hab ich, aber es kam niemand. Und du hast nicht abgehoben, also... Sherry, ich kann jetzt wirklich nicht. Oh Sherry! Sherry, ich komme! Halte durch, Sherry. Bin gleich da. Wie ist Sherry denn jetzt in die Abfallkammer da hineingekommen? Ich meine, Ada ist ja von oben runtergeflogen, aber Sherry wird ja kaum denselben Weg gegangen sein. Okay. Die Broschüre haben wir auch schon gelesen. Der Videorekorder, aber mit ihr haben wir kein Video. Gut. Nehmen wir einmal gemischte Kräuter mit, nur so für den Fall der Fälle, und legen das hochwertige Schießpulver ab. Sonst haben wir nichts zum Ablegen momentan, nein. Gut. So, da haben wir wieder das dezent angepisste Memo. Und die Steckerkombination, die aber eine andere ist als noch im A-Szenario. Naja, damit beschäftigen wir uns dann, wenn wir soweit sind. Okay. Gut. Na, dann geht's eh da weiter. Oh, die Karte. Die Karte.
Aber nachdem das Ding oben war, dürfte Sherry doch irgendwie da oben entlang gelaufen sein. Wie auch immer die da drauf gekommen ist, das Mädchen. So. Da haben wir wieder den T-Griff. Sehr gut. Leons Notiz, das ist neu. Claire, wenn du es bis hierher geschafft hast, wenn du es bis hier geschafft hast, bist du fast aus der Stadt raus. Ich muss noch etwas erledigen, bevor ich hier weg kann. Aber falls ich es nicht schaffe, das war alles Umbrellas Schuld. Lass es die Öffentlichkeit wissen. Leon. Okay, er war hier offensichtlich schon. ID-Armband für Standseilbahnzutritt erforderlich. Dann dürfte die Standseilbahn ja wieder heraufgefahren sein. So, da haben wir den Lieferschein für den Tresor da oben. An dessen Seite praktischerweise ja die Kombination steht. Ach, ein Messer wäre wieder toll, ehrlich gesagt. Und da sitzt natürlich wieder der Typ. 2128. Verstärkter Rahmen für die SLS-60. Okay. Ah ja, Hochleistung-Munition. So, und du bleibst hoffentlich dieses Mal liegen. Natürlich nicht. Aber ich kann das blaue Kraut eh nicht mitnehmen. Wow. Heute habe ich aber eine Treffergenauigkeit, die ist zum... Naja. Zum aufs Klo gehen. Naja. Habe ich überhaupt... Dann schauen wir doch mal. Was daraus wird. Der verstärkte Rahmen, ja, ja. Okay. Kann auch Hochleistungsmunition verschießen. Okay. Haben wir Hochleistungsmunition? Ist die Frage. Ja, wir haben 3 Schuss Hochleistungsmunition. Ui. Ah, okay. Das ist also praktischerweise wie die Magnum von Leon. Okay. Aber das heißt, das brauchen wir jetzt einmal nicht. Na gut, dann... Leider... Oh. Och komm! Stirb! Ich verbrate hier wieder Munition, es ist unglaublich. Keiner da? Doch, natürlich. Oh nein! Claire, wozu hast du ein Red Dot Visier, wenn du nicht triffst? Ernsthaft mal.
Okay, dich lassen wir mal liegen, schön. Oh, grünes Kraut. Mischen. So, da machen wir auf. Eine weitere Granate, sehr schön. Und damit haben wir den untersten, unterster ist es ja gar nicht, den unteren Kanal auch schon wieder. So, aber bevor wir da jetzt wieder zurückgehen, gehen wir da runter, benutzen die T-Stange und holen uns den Schlüssel für die Kanalisationsräume. Genießen das Panorama des untersten Kanals wieder. Ich liebe ihn. So, der Schlüssel passt. Kommen wir denn hier eigentlich dieses Mal durch? Von dieser Seite? Nein. Nichtsdestotrotz müssen wir irgendwie auch mit Claire darauf kommen. So, den untersten Kanal spare ich mir natürlich wieder, bis wir wieder im Polizeirevier waren und uns die ganzen Zusatzgoodies geholt haben. Natürlich lebt da noch einer. Wie hätte es auch anders sein können. Und da kommt Chi. Dran vorbeigeschmuggelt. Das ist ja ganz schön effektiv hier. Wow. Zwei Schuss aus... Ach, kommt schon. Zwei Schuss aus dem Granatenwerfer und das Ding ist platt. Das kann sich sehen lassen. So, was liegt hier Schönes für... Oh, wieder Hochleistungsmunition, die ich aber nicht mitnehmen kann. Ah, Mist, Mist, Mist. Ich hätte wieder mehr ablegen sollen. Aber hier kriege ich ja eh noch eine Tasche. Gut. Das ist schon mal wichtig. Ja, du lebst ja, aber ich habe halt kein Messer. So, der Film mit den Verstecken. Und da müsste noch Munition herumkugeln. Genau. Die werden wir aber gleich nachladen. Passt. Und Sesam, öffne dich. So, und da steht ja auch schon dann. Da stehen die zwei nächsten. Ach Gott. Nein. Ach komm, ich hab doch gedrückt.
Okay, zuerst mal heile machen. So, und was baller ich euch jetzt um die Ohren? Ich hab keinen Bock auf euch, ganz ehrlich. So, und jetzt sterbt bitte. Großes Schießpulver und hochwertiges Schießpulver. Du kommst doch jetzt 100 pro hier rein. Nicht? Okay. Natürlich steht der Dude auch noch. Na, untersucht haben wir es noch gar nicht. Und tschüss. Ja, ja, komm nur, komm nur. So, da haben wir das Jazz Festival Flugblatt mit dem Code SZF. Und schon wieder kein Platz. Und da haben wir noch Schießpulver. Was passiert eigentlich, wenn ich die... Ach, Säuregranaten, okay. Ich weiß nicht, will ich Säuregranaten? Eigentlich nicht wirklich. Dann lassen wir das auch einstweilen liegen. So, und damit geht's noch einmal zurück ins Polizeirevier hinauf. Noch einmal Hochleistungsmunition. Die muss ich dann alle aufsammeln. Ja, das Ding haben wir ja schon geöffnet mit ihr, weil wir ja den USB-Port, den USB-Dongle, vulgo die Marke, viel früher bekommen haben. Hier muss ich das Ding gar nicht einsetzen, weil es ja bei uns nicht zugegangen ist, noch einmal. So, tut. Was legen wir ab? Den Film nicht, weil den brauchen wir gleich zum Entwickeln. Den Schlüssel können wir ablegen, denn das Ding werden wir einstweilen, glaube ich, ablegen. Die Granate kombinieren wir hier. Zwei Plätze, das ist nicht so super viel. So, einmal nachladen hier. Das haben wir noch gar nicht untersucht. Aber legen wir jetzt auch einstweilen ab, weil wir es hier im Polizeirevier nicht brauchen. So, raus.
Ja, viel fehlt ja eh nicht mehr, auch mit ihr nicht. Aber mir ist eingefallen, ja, ich habe, wie wir im Uhrenturm waren, hier hinten diesen Gang vergessen. Da müsste noch ein großes Schießpulver liegen, wenn mich nicht alles täuscht. Sprich, das werden wir uns natürlich jetzt holen auch. Aber zuerst geht's jetzt einmal Foto entwickeln. Leider weiß ich jetzt nicht mehr, welche Gegner hier eigentlich noch stehen und welche nicht. Ob die Licker da draußen... Gab's mit ihr Licker hier? Ja, aber die habe ich schon vernichtet. So, nein, da war nichts mehr. Gut. Na dann, Film entwickeln. Das Versteck, aber es werden alle Voraussicht nach dieselben Verstecke sein, wie auch schon mit Leon, genau, Weskers Schreibtisch und der Radiotisch im Presseraum. Dann also als erstes in das Büro der Stars. Offensichtlich habe ich die Gegner hier doch alle schon genietet jetzt. Was mich nur freut, ehrlich gesagt. So, Wesker, was hast du dieses Mal für mich in deiner Holzbox? Und natürlich nehmen wir auch den Film, den zweiten, mit, um uns das Schmuddelfoto von Rebecca Chambers zu gönnen. Schüttel, schüttel. Oh, ein erweitertes Magazin. Sehr nice. Na, das finde ich aber schön. 50 Stuss. So, dann zum Uhrenturm rauf. Ist jetzt auch alle brav tot, ja? Gut so. Irgendwie finde ich die Laufwege hier im Polizeirevier weniger störend als in der Kanalisation und im Nest. Vielleicht, weil sich die einzelnen Räume jetzt nicht alle ähnlich schauen, aber ich find's weniger nervig, ganz ehrlich gesagt. Ich meine, diesen Laufweg hätte ich mir halt wirklich beinhart sparen können, weil, naja, wenn ich da nicht das vorher drauf vergessen hätte, wie wir das erste Mal hier waren, wäre mir das nicht entgangen. Okay, aber damit war es das auch schon wieder. Dann noch schnell runter in den Presseraum. Und schauen, was dort in der Schublade ist. Könnte ich dort eigentlich gleich darüber runterrennen? Ja. Warte. Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Okay, da komme ich dahin. Aber ja, leider hat Mr. X ja hier die Wand nicht zerstört, sodass ich nicht einfach die Treppe runterlaufen kann hier. Also müssen wir doch einen kleinen Umweg machen. Leider, leider, leider. Schauen wir uns noch einmal das ganze Polizeirevier an. Ein letztes Mal. Oh, verdammt, da komme ich ja mit Claire gar nicht durch, ich Idiot. Ah, shit.
Daran habe ich jetzt nicht gedacht, ich Depp. Okay, so. Was passiert eigentlich, wenn ich die zwei kombiniere? Okay, da kommt MP-Munition raus. Gut. Können wir eh brauchen. Wenn ich die zwei kombiniere, kommt normale Munition raus, ne? Wenn ich das Hochwertige mit... Müssten Säuregranaten rauskommen. Ja. Ich habe nur noch eine Brandgranate. Machen wir einfach mal Säuregranaten. Nur so. Für den Fall der Fälle. Okay, was noch? Ja, okay, gut, das war's mal fürs Erste. Gut, dann beenden wir den Part hier. Let's call it a day. Wieder mal im Büro von Chief Irons. Holen uns das im Presseraum dann beim nächsten Mal. Und dann geht's eh schon wieder zurück in die Kanalisation und in den untersten Kanal. Zu den widerwärtigen erwachsenen Gs. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Keep gaming.